Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Breath of Fire 3 und wir befinden uns im Kampf gegen Pilz Palette. Ja, im letzten Video hat Palette ja diesen merkwürdigen Trank aus dem Yggdrasil-Baum getrunken und dann hat er sich in diese merkwürdige Gestalt verwandelt. Sehr lecker. Ah gut, nein, ich hätte beinahe meine Strategie verfehlt. Nein, ich werde Nina angreifen lassen. Und Momo, warum ist da? Klugsam. Und dann kann ich mit DJKR noch ein bisschen angreifen. Ich will nur noch, dass Momo langsamer ist. Ich habe ein bisschen Angst davor, aber gut. So, ja gut, Momo ist schneller, sehr gut. Das heißt, ich brauche keine Angst haben, dass jetzt irgendwie DJKR zwischendrin die MP ausgehen. So, dass ich dann Verbrennen nicht einsetzen könnte. Weil Verbrennen zieht auf jeden Fall sehr viel ab. 400 Schaden. Ist auf jeden Fall verdammt genial. Na toll, jetzt kriege ich DJKR ein paar Gehirne ab. Sehr lecker. So. Wie sieht's also... Ja. Nina. Ja doch, Nina. Mjölniere. So, ich werde das ja erstmal die Zeit lang so durchziehen. Irgendwann müsste dieser Pilz besiegt sein. Auch wenn es wirklich ein bisschen komisch für einen Pilz aussieht. Ich meine, die Oberfläche sieht mehr aus wie ein Gehirn. Oder meint ihr nicht? Für mich sieht das wirklich mehr aus wie ein Gehirn. Aber okay, das passiert, wenn man einfach mutiert. Von einem Mensch zu einer Pflanze oder so. Ja, dann entsteht sowas. 500 fast, oh Gott. Kopfbrecher. Kopfschmerzen würde besser passen, finde ich. Jetzt muss ich erstmal Nina wieder heilen. Nina, du heilst dich selber erstmal. Wo haben wir die Vitamine? Momo. Du wirst erstmal Klugsam einsetzen. Und dann mache ich nochmal 400 Schaden auf den Pilz. Okay, bitte überlebt. Bitte überlebt. Bitte überlebt. Bitte überlebt. Okay, sie leben noch. Sie leben noch. Na gut. Möge der Spaß beginnen, Pilz. Auf geht's. DJKR, mach ihn fertig. Hoffentlich klappt das jetzt auch. Und ist er fertig? Yay! Wir haben es geschafft, Leute. Der mächtige Gegner ist tot. Der Riesenpilz ist tot. Und wir haben Palette getötet. Okay. War es jetzt gut oder schlecht? Okay, die Maschine ist noch in Betrieb. Ich habe mich schon oft gefragt, wie es wäre, wenn mein Vater noch leben würde. Deshalb... Deshalb was? Willst du die Maschine jetzt in Gang bringen? Ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich mich erleichtert, wenn ich höre, dass er seine Versuche nicht fortführen konnte. Was willst du damit jetzt ausdrücken? Wisst ihr, Palettes Mutter ist bestimmt nicht froh, so an Maschinen angeschlossen zu sein. Denke ich auch. Also einer Maschine? Weiß nicht, ob das überhaupt jemand gefallen würde. Mir wird's auch nicht gefallen. Richtig? Lasst uns gehen. Was ist mit der Maschine? Sollen wir die nicht ausschalten? Beim Abschalten wird die Versorgung mit Chris unterbrochen. Palettes Mutter wird dann endlich in Frieden ruhen. Okay, abschalten. Also wenn das jetzt ein Fehler war, dann... Ja, dann habe ich eben Pech gehabt. egal. Man sollte lieber auf Nummer sicher gehen. Ich meine, wenn es jetzt wirklich zu spät ist und so, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich könnte eventuell noch einen Ersatz-Save-State machen, dass ich es auf einen anderen Slot speichere. Ansonsten, ja, habe ich eben die Mutter nicht wiederbelebt. Ich meine, was wird es sowieso bringen? Palette ist auch tot. Aber ich kann jetzt wenigstens zurück. Ich kann jetzt aus diesem verdammten Labor raus und ich will erstmal noch was holen. Ach nee, muss ich die jetzt bekämpfen? Ich versuch mal zu fliehen. Gut, diesen Kampf will ich mir ausnahmsweise mal ersparen. Aber auch nur, weil ich mir jetzt
eine bestimmte Sache noch holen würde, die mir in den Kommentaren geschrieben wurde. Erstmal muss ich wieder Tür Nummer 3 da unten hin. Ich meine, es war Tür Nummer 3, oder? Ne, das war 2. Das war 2, wo ich rein muss. Das war doch 3. Das war doch die Nummer 3. Aber gut. Ach Mensch. Könnt ihr mich nicht einmal in Ruhe lassen, ihr verdammten Monster? Ich meine... Ach, kommt her, ihr Zitzelfliegen. Ihr seid sowieso in 0,nix weg. Ihr stört nur. Wer ihr vergiftet. Okay. Ihr habt es nicht anders gewollt. Ihr wollt Krieg, ihr kriegt Krieg. Verdammte Mistviecher, vergiften die mich ja auch noch. Moment, Momo kann auch noch entgiften. Nein, das war der falsche Knopf. Fähigkeiten, Antidot, perfekt. Aber ich sollte zusehen, dass ich die hier auch noch ein bisschen heile, die Party. Vor allem Momo und Nina. So, es müsste erstmal reichen, zumindest so lange, bis ich hier wieder draußen bin. Aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal etwas holen. Sofern ich noch weiß, wo es rumliegt, wo er rumliegen soll. Ich weiß nur, dass ich da gucken muss, wo der Hinweis, ich sehe gar nichts, also, wo der Hinweis fürs, dritte, Moment. Ja, fürs dritte Passwort war. Also muss ich in Tür Nummer 2. Gut. Dann werde ich da auch nochmal reingehen. Aber erstmal muss ich ja diesen langen Weg hier laufen. Das ist ja natürlich typisch. Die konnten ja nicht kürzer machen. So, hier ist Tür 2. Okay, und dann hier muss ich, glaube ich, weiter. Weil irgendwo da komme ich dann in den Raum, wo ich das... Nina, du weißt, was du zu tun hast. Irgendwann komme ich dann in den Raum, wo ich halt das Passwort gefunden habe. Also das mit dem Doppel-A. Das müsste eigentlich da gewesen sein. So lange ist es eigentlich nicht her, dass ich das gefunden habe. Aber wir werden es ja gleich sehen. Also los, schnell. Das will ich noch hinkriegen, bevor ich dann hier rausgehe. Da musste ich noch nicht rein. Nein, ich muss hier runter. Oder? Ich glaube, jetzt habe ich mich verlaufen. Nee, hä? Scheiße. Ich glaube, ich bin hier doch richtig. Ich bin gerade ein bisschen orientierungslos, aber... Ach scheiße, ich kann nicht fliehen. Na toll. Ja, komm, greift mich an. Die verteidigen? Okay, auch gut. Dann werde ich jetzt nochmal versuchen zu fliehen. Das hat geklappt, yay. Oh Mann. Hier bleibt dann aber auch echt nichts erspart manchmal. Diese Monster sind hier teilweise echt nervig und anhänglich. So. Okay, wo lande ich hier? Ah, dann kann ich hier lang, okay. Ich laufe mal diesen Weg hier lang. Irgendwo werde ich schon landen. Aber jetzt bin ich hier. Ah, hier ist noch so ein Zettel. Reparaturhinweise. Einheit 3 inaktiv. Immer Druckmesser justieren. Dann ist natürlich klar, dass das mit dem Passwort so anders war. Aber gut, ich habe es ja einfach noch ein bisschen ausprobiert. Na gut, jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo der Weg noch mal zu dem Passwort für Nummer 3 war. Für Tür Nummer 3. Ich weiß es gerade nicht mehr. Den Weg weiß ich echt nicht mehr irgendwie. Ich greife die Gegner mal einfach zack an. Wenn sie kaputt gehen, ist gut. Wenn nicht, dann muss ich mich noch ein bisschen mit rumschlagen, aber die dürften alle weg sein. Ja. So, dann weiter, los, weg hier. Ich will auf jeden Fall diese eine Sache noch holen. Aber ich glaube, dann bin ich doch hier falsch, oder war es hier drin? Ah, hier drin war es, okay. Und zwar soll ich hier hochgehen. Hier oben soll nämlich ein weiteres Gen versteckt sein. Diesen Weg lang, oh Gott. Na toll, jetzt werde ich noch von kämpfen. Ah, da ist es, ich sehe es schon. Wenn auch ganz knapp, aber ich sehe es. Okay. Attacke. Das Gen will ich mir jetzt auf jeden Fall noch holen, bevor ich von hier verschwinde. Na toll. Die untoten Drachen wollen nicht sterben.
Na gut. Da müsst ihr jetzt halt dran glauben. Attacke. Ich glaube, Nena müsste noch ein bisschen stärker werden. Dann macht sie hinten sogar dieses Mistvieh auch kaputt. Aber gut, jetzt hole ich mir dieses verdammte Gen. Danke an den Hinweis von, ich glaube, Master Euch war das. Danke dir. Und ich bekomme... Ich fühle etwas. Etwas sehr Mächtiges. Die Brut? Achso, ja. Das hat Momo gesprochen. Okay, mein Fehler. Und wir bekommen... Das Machtgen. Ich habe die Macht. Okay. Wie auch immer. Gut, Leute. Ich habe das Gen und dann kann ich jetzt endlich aus dieses... Ja... aus dieses Labor gehen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich werde das jetzt beenden. Und beim nächsten Mal sehen wir uns vorm Laboreingang oder so. Gut, Leute, bis dahin, auf Wiedersehen.